diese Hitze die Woche ist ganz schön erdrückend und sowas hatte ich in Costa Rica nicht, da hatte ich moderate 30 Grad. Na, das hat mir eigentlich da ziemlich gefallen, aber jetzt ist halt diese Hitzewoche hier in Deutschland. Manche werden sagen, ja, ist der Klimawandel schuld und alles Mögliche. Und da möchte ich einfach mal das Wetter bzw. das hier als Anlass nehmen, wie ich eigentlich das ganze Thema zu dieser Dürre und alles Mögliche sehe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und ja, ich möchte heute ein bisschen über das Wetter bzw. diese anhaltende Dürre sprechen, weil die betrifft mich auch sehr stark. Also einerseits auch, ja, ist für mich auch eine körperliche Herausforderung, sage ich, auch wenn ich mich schon passend dazu ernähre. Es ist doch auch sehr anstrengend, weil ich zum Beispiel den Folientunnel auch mit der Hand gießen muss. Und die letzten Tage habe ich halt mit der Gießkanne Kanister aufgefüllt und die immer zum Tunnel getragen, ist doch eine schwere Arbeit. Und jetzt, ja, gebe ich mir so eine kleine Auszeit, bin hier vorm Schrebergarten und ja, ich habe halt immer so drüber nachgedacht, so mit dem Klimawandel und dieser Dürre und dass es halt auch kaum regnet, dass jetzt manche Leute sagen, ja, Klimawandel, wir müssen weniger CO2 reduzieren und alles Mögliche, und dann geben sie irgendwie der Automobilbranche oder keine Ahnung irgendwie die Schuld, und dann sage ich einfach, ja, so das mit dem ganzen Klimawandel finde ich halt mehr so eine Art Marketing-Sache, Marketing-Masche auch, da, wenn man auch ein bisschen genauer recherchiert und hinter das Licht oder hinter den Vorhang schauen möchte, dann erkennt man auch ein bisschen, dass da nicht alles so ist, wie es auch scheint. Und ich persönlich sehe es halt so, dass es sich eigentlich das Klima nicht gewandelt hat, weil es ändert sich stetig, sondern dass wir durch unsere Lebensweise auch zum Teil mehr dafür verursachen, dass solche Dürrezeiten kommen mit dieser extremen Hitze ohne wenig Regen, weil wir unser Klima bzw. unseren Wasserkreislauf für mich persönlich verschieben. Also das sieht man halt zum Beispiel, dass wir halt, ja, wir, wenn ich in der Stadt zum Beispiel zum Teil Ski fahre, dann sehe ich auch überall Baustellen. Wir pflastern alles zu, versiegeln wertvollen Boden, klatschen irgendwo Häuser hin und bauen dann, schließen sie einfach nur an die Kanalisation an, und das schicken wir dann ja durch Kläranlagen und schicken das Wasser sonst irgendwo hin, anstatt eine Zisterne oder ja, Sickerschächte zu bauen, um einfach den Wasserkreislauf bei uns zu halten. Dann natürlich auch das mit der Komposttoilette, dass das nicht alle machen und dass wir halt die herkömmlichen Toiletten verwenden. Einerseits unterbrechen wir da auch den Nährstoffkreislauf. Das ist halt natürlich auch wichtig mit dem Urin und den Fäkalien, wenn man es richtig macht. Und wie gesagt, die ganze Klospülung, das unterbricht einfach den Wasserkreislauf. Und ja, dazu zählt natürlich auch die Monokultur, also dass einfach unsere Böden und Äcker kaum Humusgehalt haben und Wasser einfach nicht mehr richtig, ja, absickern kann. Und ja, auch die Grundwasserspiegel deswegen auch sinken. Das ist ja alles logisch für mich, wenn nirgendwo Wasser verdunsten kann. Wir haben keine guten Felder, wenig Humusgehalt, das Wasser kann sich kaum halten. Wir mulchen auch zu wenig, da ist klar, dass alles schnell austrocknet. Und was für mich auch ein wesentlicher Faktor ist, wir holzen auch sehr viele Bäume ab. Jetzt auch zum Beispiel mit dem ganzen 5G werden auch sehr viele Bäume und Wälder abgeholzt. Und die sind ja natürlich auch ein Faktor, die halt das CO2 von der Luft aufnehmen und fürs Wachstum, ja, verwenden. Das sind ja auch mehrjährige Pflanzen, also die sind eigentlich sehr wertvoll. Durchwurzeln auch gut den Boden und lüften ihn auch, sorgen auch für einen guten Humusaufbau, und natürlich schaffen sie auch wieder Kleinklima, weil sie natürlich auch Schatten werfen und natürlich auch für die gewisse, ja, Kühlung sorgen, natürlich auch, weil Schatten ist auch für einen gewissen Tau
auch sorgen und natürlich auch wieder so ein kleiner Wasserkreislauf oder einfach dazu beitragen, dass Wasser nicht so schnell verdunstet. Grundsätzlich sehe ich es halt so, dass ja, das mit Klimawandel und alles so dieses Hin und Her, ja, sehe ich halt viel mehr einfach aufgrund unserer Lebensweise, die halt ein bisschen ausbeuterisch ist, sehr auf Profit ausgerichtet ist und ja nicht mehr auf die richtige Pflege des Kreislaufes Wert legt. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht ja, mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, hey, er ist schuld oder warum machst du das nicht. Ich versuche mit meinem Projekt das Bestmögliche zu machen, um einfach ja, den Wasserkreislauf und solche Dürrezeiten viel besser zu bewältigen und natürlich auch als Motivation für den einen oder anderen von euch dienen, dass es zwar hart ist, die Anfangsjahre und die Anfangszeiten, aber irgendeiner muss ja natürlich anfangen und wir müssen dann einfach, wenn wir es gemeinsam machen, dann wird es halt viel einfacher. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich mulche sehr viel, also es haltet natürlich auch die Feuchtigkeit super im Boden. Meine kompletten Felder, meine kompletten Beete sind alles abgemulcht. Da kann man eigentlich mit allem super mulchen. Grasschnitt muss man halt nur aufpassen, dass man es nicht zu dick am Anfang macht, damit es halt nicht schimmelt. Kann man auch ein bisschen vorbeugen mit effektiven Mikroorganismen. Wenn jemand ja, Angst hat, die Schnecken könnten darunter ihre Eier legen, habe ich auch schon gelebt. Im Hortus-Netzwerk gibt es zum Beispiel eine super Methode, dass man halt von gröberen Materialien, wie zum Beispiel Stroh, einfach sich so Mulchwürstchen macht, wo halt dann die Schnecken ein bisschen ja, Schwierigkeiten haben, an eure Pflanzen ranzukommen. Ist auch so eine super Alternative, einfach ja, Stroh oder gröberes Gras und da den feineren Schnitt reinlegen, zusammenrollen und um eure Pflanzen drumherum legen. Ist eine super Variante für mich und wie gesagt, das Mulchen hilft auch wirklich die Lebewesen, also die Kleinstlebewesen zu fördern, ist halt einfach ja, Nahrung. Da kommen natürlich auch die ganzen Mikroorganismen, Regenwürmer, mit Stroh sogar und Holzhexe, Pilze und das ganze Leben fördert natürlich auch eure Pflanzen, die bilden bessere Wurzeln natürlich und kommen dann auch weiter tiefer in die tieferen Erdschichten runter, dann haben sie halt noch mehr ja, bessere Möglichkeiten für Nährstoffaufnahme und Wasserspeicherkapazität. Natürlich ja, sorgen natürlich auch die Pilzmyzele auch für bessere Wasserspeicherfähigkeit und Wasserresistenz oder Hitzeresistenzen an den Wurzeln für eure Pflanzen und natürlich wird auch hier wieder guter Humus aufgebaut. Was ich auch noch zusätzlich mache, ist, dass ich halt auch ja, so eine Trenntoilette verwende. Ist bei mir jetzt eigentlich ziemlich einfach, weil ich ja bei meinen Eltern noch lebe. Ist halt einfach ja, ein Eimer, der luftdicht verschlossen ist, also so ein Lebensmitteleimer. Da mache ich mein Geschäft, tue da Pflanzenkohle oder Holzspäne rein und den Kanister tue ich halt meinen Urin rein. Und das kann man jetzt auch zum Beispiel als Dünger verwenden, das Urin. Den Urin kann man als Dünger verwenden, im Verhältnis von 1 zu 10 zum Beispiel, hat sehr viel Harnstoff, welches auch für das Pflanzenwachstum wichtig ist. Man kann zum Beispiel auch damit Pflanzenkohle aktivieren und die Fäkalien, die kann man auch auf einen separaten Komposthaufen legen und dort dann natürlich auch für ja, super Erde sorgen nach einer gewissen Zeit und einer richtigen Kompostierung. Also das sind so meine Sachen. Was ich auch noch mache, ist Pflanzenkohle natürlich. Da muss ich mir noch persönlich einen eigenen ja, Pyrolyseofen selber bauen. Da haben die Waldgeister zum Beispiel ein wunderbares Video dazu gemacht. Und da versuche ich halt entweder mir ja, einen Pyrolyseofen selber herzustellen, damit ich meine eigene Pflanzenkohle herstellen kann, weil ja, die Geschichten von Terra Preta bei den Amazonis ist halt auch so eine Sache. Pflanzenkohle speichert auch wunderbar Nährstoffe, fördert, fördert die Wasserspeicherung im Boden und natürlich auch die Humusbildung. Und ja, die Pflanzenkohle verwende ich auch in meinen Kompost, in meinen Beeten und in meiner Einstreuung. Wie gesagt, ich werde hier noch versuchen, einen eigenen Pyrolyseofen anzuschaffen, ihn selber zu bauen oder irgendwie schauen, wie ich einen Herd bekomme oder einen Contiki. Mal schauen. Und was ich auch jetzt noch ganz
dringend mache, ist einfach guten Boden aufbauen. Und das ist einfach, da mache ich einfach ja, Kompost. Ich habe jetzt momentan auf meinem Feld einen Berkeley-Kompost angesetzt. Ist ein spezielles Kompostverfahren innerhalb von 30 Tagen mit einer Heißrotte, wo man halt ja, immer den Kompost so alle 3 Tage immer wendet und immer den in der Stadium der Mikroorganismen lässt, weil den begießt man ja auch mit effektiven Mikroorganismen und man wendet ihn halt immer und versucht halt auch mit genug Wasser ja, die Rotte so schnell wie möglich durchzuführen und das halt um die entsprechende Hitze ja, aufzubringen. Und wie gesagt, das mache ich jetzt so, habe ich jetzt so testweise gemacht. Ich bin jetzt schon beim 10. Tag und mal schauen, wie es so wird. Da möchte ich einfach meine eigenen Erfahrungen machen. Aber es ist auch wichtig, Kompost aufbereiten, gute Erde aufbereiten, weil das wird in den nächsten Jahren dermaßen wichtig sein. Und ja, das sind so meine Sichtweisen, meine Tipps und Tricks, wie ich halt auch ja, durch diese Dürrezeit hindurchkomme. Ich bin überaus dankbar, dass mein Vater mir beim Gießen im Tunnel hilft. Also das ist auch eine Heidenarbeit und ja, ich bin einfach nur dankbar für ihn. Und ja, wie gesagt, die Hitze, da muss ich auch durch. Ich mache mein Projekt alleine und ja, ich mache es so gut wie es geht. Ich muss halt gießen, hilft nichts, sonst geht halt alles ein. Aber ja, wird jedes Jahr besser, wenn man sich engagiert und immer dran bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr genießt trotzdem diese schönen, aber auch heißen Tage. Geht es auch ein bisschen entspannt und ruhig an, wenn es gesundheitlich nicht ganz schafft. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr auch das Video bewerten würdet, mir vielleicht einen Daumen nach oben hinterlassen würdet, einen netten Kommentar, was ihr so vielleicht alles für Maßnahmen vornimmt, damit ihr eure Pflanzen auch gut über solche Dürrezeiten hindurch bekommt. Und natürlich würde ich mich auch freuen über ein kostenloses Abo, wenn ihr auch auf die Glocke drückt. Das unterstützt mich einfach, fördert auch mein Projekt, dass es auch weiter bekannt wird. In diesem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es ist jetzt Ende Juni, wir sind jetzt momentan in der Dürrezeit. Und ja, die Tomaten, die reifen schon. Das ist eine Sorte von meinem Vater. Die sind schon ziemlich dick eigentlich auch. Genauso wie die. Aber das ist ja nicht das Highlight, sondern das Highlight ist viel mehr für mich persönlich. Die habe ich heute entdeckt. Das ist eine Paprika, die schon reif ist. Ende Juni. Das ist die Sorte Purple Beauty. Die eine andere Pflanze, die hat auch schon eine Frucht, die ein bisschen angefressen ist. Aber wie gesagt, die habe ich von meiner Gärtnerei meines Vertrautens, wo ich auch meine Saatgut her habe. Also Ende Juni, also in Bayern. Paprika jetzt schon reif.